Grüß euch und herzlich willkommen zurück. Fest ist es aufgegangen, die Begründung, für das, dass gar nichts geringt hat. Der Fabian und ich, wir haben auf Mission. Ich habe da beim Anbau gesehen, dass da ein paar Stillen liegen und immer stehen. Und die machen wir jetzt schnell rein. Was hat mich da wieder gefeiert? Oder war der Ablauf wieder zu? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, eigentlich für das, dass wir wirklich keinen Regen haben, fest aufgegangen, das Gespür. So, wir müssen also da kurzen langen Masten, müsste der da irgendwo ein Eisenstiel liegen. Schauen wir mal, ob wir den finden. Da, der Mann ist er. Ja. Und den schauen wir. Da ist mein Netzlucker daneben. Schauen wir mal, da stechen wir jetzt mal ein paar Mal. Das schaut aber eh nach der Lucke aus, oder? Ja. Und den machen wir jetzt wieder rein, dass wieder alles seine Richtigkeit hat. Da drüben haben wir auch schon einen gehabt. Naja. So, die Stielen haben wieder drin. Was ich auch noch sagen wollte, wir kriegen eine neue Wärmepumpe. Und die alte steht ja, ich möchte das jetzt zeigen, die steht ja da oben. Da vorne jedenfalls. Und die neue haben wir doch, ja. Ups, da ist auch offen. Weil da nämlich eh nichts mehr wächst. Da herbei. Und da stehen wir die neue Wärmepumpen hin. Und die wollen da quasi zwei so Streifenfundamente, eins mit 90 und eins mit 70. Da haben wir 70, da haben wir 90, das geht quasi um 20 weiter zu. Und in dem Sockel von dem 90er geht quasi dann da das Polokal runter. Das ist die Vorrohrung, die wo quasi dann die Leitung, die Heizungsleitung drin liegen. Und die geht dann rein in den Heizraum. Und jetzt hat man da schon rausgebohrt. Aber wir brauchen einen längeren und einen dicken Bohrer. Mal schauen, vielleicht erwische ich morgen, kriege ich sowas, dass wir da rausbohren können. Ja. Und dann tun wir mal die Leerrohre und das Gespül rein. Der Installateur hat gemeint, der zieht uns gleich die Leitungen rein, bevor wir das alles wieder zubetonieren. Und, oder wieder mal zuschmeißen da den Graben. Falls der mich da was zieht, dann kannst du es wieder aufkommen. Und, genau. Und wenn das erledigt ist, dann mach. Ich meine, da brauchen wir nicht viel tun. Wenn man da mit deren Zuschütten ein Brill gestellt und einfach mit Pfosten noch einen Kranz betonieren oder halt Schalner, weil du brauchst, wo steht das jetzt, quasi unter der, erstens einmal muss man mindestens 10 cm über der Gras oder über den Erdboden stehen und zweitens wollen die ja, dass du da unter sie drunter noch einen Platz hast für einen, ich weiß nicht was das ist, oder mindestens 35 cm soll man eigentlich haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei meiner auch ist. Da geht es dann ums Kondensat mit der Mauerdurchführung. Das war, wenn du es quasi auf die Mauer hängst oder schau her, außen hin, dass du gleich durch die Mauer fährst. Das haben wir nicht. Wir fahren ja unterschied davon. Wir fahren quasi mit der Kondensatleitung auch durch das Bolokal und fahren rein und fahren dann im Heizraum drin ins Abwasser. Aber wir werden die ganze Wärmepumpen trotzdem einfach ein wenig höher stellen. Weil dann ist es mit dem Dreck ansammeln und so, wenn du dann Blal hast, nicht, dass du nicht über den Dreck hast. Da werden wir einfach, und auch, dass wenn du trotzdem irgendwas einmal sein sollte, das Oberschwab, dass die Heizung in Köcher steht. Einfach nur ein Dingschalner mit Pfosten. Und dass das noch ein bisschen in der Höhe ist. Genau. Jetzt messen wir diesen Staus, was wir da an Leitungslänge brauchen, pro Lokalleerrohre, damit ich diesen besorgen kann. Bei den Ecken wollen sie über 2,45er und nicht 1,90er. Verstehe ja. Ist mir irgendwo klar. Genau, das mache ich heute noch. Und dann war der Sonntag auch wieder gelaufen. Ja, ein kleines Zwischenupdate. Jetzt direkt noch. Das haben wir dann. Da ist jetzt mein Röhr. Am Anfang und ich haben gestern, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gebohrt. Da durch, von innen raus durch den Lichtschacht. Aber wir haben es geschafft. Ja. Ein paar Bohrer haben wir noch gekauft und ein paar Sachen haben wir zerstört. Aber naja, das Leere ist jetzt drin. Ich bin jetzt auch drauf gekommen, dass wenn da hier bei der Mauer ist und man von vorne quasi die Wärmepumpen schaut eigentlich da nicht zu, da muss nicht beim linken, sondern beim rechten Sockel das Leere sein. Das heißt, ich habe jetzt da nochmal umschmeißen müssen, weil ich quasi nicht da raufgekommen bin, sondern ich muss jetzt da rauf. Jetzt habe ich das auch noch ausgehoben. Ja. Aber wir machen jetzt beim Betonieren dann einfach ein U,
dann halte ich das ein wenig zusammen, aber sonst habe ich wieder zwei separate Teile. Und jetzt immer schnell hochtrag, viermal eine grobe Schaufel weg und den Rest haue ich mir dann wieder rein, weil das brauche ich dann nicht mehr. Dann schalte ich mir da an und halte da ein wenig so einen Kranz drauf mit Pfosten. Ja. Da war es dann noch betoniert. Vielleicht muss ich noch schnell hocken fahren heute. Und genau, Begrünung anbauen mit Gruppe Miami fahren zum Manfred. Das werde ich vielleicht morgen machen am Sonntag. Heute haben wir den Samstag, den 3. August. Genau. Naja, ich habe meinen Hoftrack. Sille. In Martani hat er ein bisschen was gefilmt. Das wär's. Die zwei Socken. Wir haben jetzt unten ein bisschen verbunden. Und irisch. Da geht eben das Raffiere und rein. Dann haben wir schon drin. Ja, ich kann eigentlich dann jederzeit die Wärmepumpen kommen. Hätte ich mir behauptet. Jo, wir haben am Probern und am Begrünung anbauen. Standard wie die Hölle. Es ist da, wo Tanne das eine Mal mit der Drohne geflogen ist. Ja, wir haben jetzt wieder 5 Meter Einweggruppe da. Da mein Chef und da mein Chef sein Traktor. Und wir gruppen uns jetzt eigentlich einmal komplett quer zu dem, wie wir das letzte Mal gefahren haben. Das letzte Mal haben wir ja quer zum Hang gefahren, also in diese Richtung. Und jetzt fahren wir es auch von da. Erstens, weil der Traktor ein wenig mehr Leistung hat. Und damit wir es eben wieder schön hinbringen. Und wenn man sich das anschaut, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber das Sonnenbild ist schon geil. Ja, da fahren wir nicht damit 200 Motorumdrehungen oder was. Der Graf da. Da fahren wir ein bisschen mehr Schutz. Ja, aber überall so schon die 10 km/h. Ja, wir bauen jetzt noch einen Mischmasch von. Ah, da war früher Morgenstern, darum ist da jetzt ein wenig so straff. Wir bauen jetzt eine komplette Mischung aus Bodenfit, DSV-Begrünung, da haben wir noch einen Senf und was weiß ich nicht was. Wir haben einfach immer irgendwas, was noch da war, die ganzen Stöpfe alle zusammengeschmissen und hauptsächlich wird das Bodenfit. Ich glaube, das ist super, weiß jetzt gar nicht. Das bei mir jetzt da ja aufgegangen ist und gerade, also gerade ein bisschen was Asphalt war nicht viel, weil wir halt nicht einmal einen Regen gehabt haben. Außer ja, am Donnerstag. Darum habe ich mir gedacht, heute ist Sonntag, nein, was haben wir gesagt, 4. glaube ich, August. Und der vergangene Donnerstag, also vor 3-4 Tagen, hat es einmal, zumindest bei uns daheim, 7,5 Liter gekriegt. Jetzt hat es eben noch 2-3 Tage wieder aufgekriegt und jetzt hätten wir, so wie waren es auch, nein, ja, der Manfred mit seinem System immer grün. Muss es ja in einer bestimmten Frist anbauen. Die Frist ist zwar noch nicht ganz um mich, aber ja, es wird dann wieder die ganze Woche sowieso nur schön. Also wird es sowieso nicht mehr besser mit aufgehen. Jetzt haben wir gesagt, heute Sonntag, wir drucken es rein, hoffen, dass dann irgendwann Ende der Woche mal zum Regen anfängt, dass das Gespür dann einmal halbwegs wachsen wird, was wir da anbauen. Und ja. Das wird dann eben sowieso, weil wir in der Gruppe jetzt eigentlich nicht zweimal seift, das wird sowieso zu der Gersten dann im September umgehackert. Aber dann können wir noch Kühe drauf führen auf die Begrünung, einhackern, überwarten und dann die Gersten drauf. Das zieht schon ein wenig durch. Ja. Aha. Das ist aber trotzdem ein Boden schon an drin, wenn man es nicht. Ja, wir sind jetzt schon bei der zweiten Fläche. Eigentlich sind wir bei der 7. Fläche. Wir haben 4 Flächen woanders gekuppert und bei Manfred halt die 3. Und ja, wenn wir da aufschauen, da wird es noch schon schwarz. Also, weil er hätte ja heute in der Nacht und morgen ein wenig einen Regen gewöhnt. Darum ist ja das mit der Grund, warum wir heute die Begrünung anbauen. Schauen wir mal. Hoffen, dass was kommt, dann kann das Spiegel aufgehen. Und wenn nichts kommt, dann liegt es in der Bolzdruck und Erden. Dann ist es sehr wurscht. Ja, da haben wir im Frühjahr eigentlich nie gescheit düngen können und auch nicht spritzen, weil da ist ein unüberes Wasser gestanden. Für das ist es eigentlich erstaunlich rein und sehr wenig umgebracht, ohne mit Geld gesagt. Ja, sonst muss ich sagen, glaube ich auch wenigstens mehr. Wir machen das jetzt auch wieder im Gartenberg an, weil ich habe es von oben aber in der Kurve, und da der Kurve habe ich es das erste Mal. Ihr macht es jetzt das zweite Mal und ackern damals, oder wie immer dann, glaube ich, Punkt. Auf und zu oder keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich halt wieder einmal ganz da quer, dass das gescheit riecht, wenn man sagen soll, die
links und so. So ist das. Aber wie man sieht, das ist halt einfach nicht viel aufgegangen. Die Sonne gerade, was nicht ausgerissen hat, das ist halt aufgegangen. Aber ansonsten ist halt Asphalt war technisch nichts, nicht recht was aufgegangen. Ja, wie soll das aufgehen, wenn es gar kein Wasser nicht gibt, das ist so. Aber wir müssen es, wie gesagt, anbauen. Wenn man ein System immer grün hast du einfach ein Datum, wo das Arbeit sein muss. Wurscht, was weniger ist, das muss dann sein. Ne? Ja, genau, so ist das. Also jeder mal gesagt, das. Begrünung bauen gehst und hat hingehört. Sehr gut, das Regenteil wirklich. Gott sei Dank, ich meine, ich glaube, es kämen vielleicht 3-4 Liter, aber besser wie nichts. Guten Morgen, wir haben es jetzt 10 vor 10. Und ich tue jetzt halt anfangen, Misthaufen umräumen. Ich habe gerade gedankt und schau, wie man schon angehängt. Und dann machen wir das eben so, dass die Seiten da, das kommt dann nach oben. Und der ganze große Haufen müssen wir halt dann da so hin tun, der was dann so zusammenrottet. Aber weil der ganze Platz aber es schaut ziemlich viel aus. Und ich habe noch keinen Plan, wo ich hinbieg oder hinstelle. Entweder ich stelle euch da vorne wo auf oder beim Eck oder seht ihr, wenn man umfährt dann oder ich stehe euch hinten auf. Aber ich glaube, meins, ich glaube, das ist da auf euch aufstehen. Ja, dann tun wir mal. Also der große Haufen da. Aber ja, schaut nicht schlecht aus. Ist viel drüben. Ich würde schon so schaut, dass man alles durchmixt, noch mal ein wenig, damit es ein wenig angemischt ist. Und das auch, was dann von da runterfällt, dass das eher weiter unten ist, damit man da nicht so viel sieht, damit das auch nicht mehr anfällt, was halt runterfällt. Und ja. Dann mache ich weiter, jetzt rufe ich dann meinen Mann von da, wenn der mir kommt oder kommt, weil dann müssen wir noch kiefern. Ja. Dann hat er die Tage noch Kabel gekriegt. Das ist das erste. Ich glaube, das ist jetzt das älteste. Das ist die mittlere. Da drin liegt das kleinste. Gut. Ist noch nicht ziemlich alt, aber ich glaube, dass die nächste jetzt auch wieder gewonnen tut. Weil es kriegt halt auch noch frisches Bett, da darf man halt auch noch mal ausmisten. Die haben auch schon ziemlich viel Mist da. Jo. Gut. Ja, dann schauen wir, wie wir weiter sind. Musik.